Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur achten Ausgabe des Artenforums live aus der Altmark. Wir senden hier also live aus dem offenen Kanal in Salzwedel. Und wir haben ein besonderes Thema, ein besonderes Tier, ein ganz interessantes Insekt, die Gottesanbeterin. Und wir haben zwei Naturfreunde hier aus Berlin, die zum Freundeskreis der Mantiden gehören, also der Mantiden-Freundeskreis, wie er sich nennt. Und Sie haben sich hier gemeldet, was natürlich auch beachtlich ist, dass Sie unsere Sendung mitbekommen haben und haben gesagt, Sie möchten mal gerne hier in die Sendung kommen und was über die Gottesanbeterin erzählen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die ich mir natürlich auch von anderen wünsche, die sich in irgendeiner Form besonders mit einer Tiergruppe oder einer Tierart beschäftigen, melden sich. Und hier ist also der richtige Platz, darüber mal zu sprechen. Ja, und ich bin froh, Sie zu begrüßen. Das ist zum einen der Manfred Keller. Er ist eigentlich vom Beruf her technischer Ingenieur, ist aber inzwischen pensioniert und hat also Zeit, sich ganz intensiv um Naturschutz und vor allen Dingen um die Mantiden, sprich um die Gottesanbeterin, zu kümmern. Und ja, ja, ist schön, dass Sie hier sind. Ja, und der zweite im Bunde, das ist Nikolas Bogislav von Letto Vorbeck. Sie sind studierter Medienmanager und arbeiten als freier Journalist für verschiedene Journale, PM, Landlust und Gartenlust oder Gartenflora und andere Journale und schreibt dort also als Journalist interessante Artikel. Hat auch ein Buch geschrieben, stelle ich nachher nochmal vor. Ja, schön, dass Sie hier sind. Vielleicht gleich mal zu Anfang, wie kann man das Tier, die Taxonomie, das Äußere der Gottesanbeterin beschreiben? Vielleicht erzählen Sie mal ein paar grundsätzliche Dinge. Ja, die Gottesanbeterin ist also eine Fangschrecke. Nicht keine Heuschrecke, keine Grille, sondern eine Fangschrecke, die vor allem natürlich in den südlichen Bereichen der Welt vertreten ist mit über 2500 Arten. Und in Deutschland gibt es die Mantis religiosa, die europäische Gottesanbeterin. Ja, was sind so die Merkmale? Wie erkenne ich so eine Gottesanbeterin? Ja, es ist ein Tier, was im ausgewachsenen Zustand so beim Menschen so 6 bis 7 cm, beim Weibchen 7 bis 8 cm groß ist. Das ist also für deutsche Verhältnisse schon wirklich ein beachtliches Insekt. Das kann man also schwerlich mit anderen Insekten, die hier bei uns vorkommen, verwechseln. Das Spannende ist, der Name Gottesanbeterin deutet also auf die Lauerstellung, auf diese angewinkelten Arme hin, dass das Tier also tatsächlich scheinbar beten würde, und daher kommt auch der lateinische Name Mantis religiosa, und auch in anderen Sprachen wird eben auf dieses scheinbare Beten verwiesen. Ob das Tier besonders fromm ist, haben wir noch nicht geklärt. Gut, also keine Heuschrecke. Kann sie denn auch Töne erzeugen? Mal so eine laienhafte Frage. Also wir haben jetzt die heimische Gottesanbeterin noch nicht beim Musizieren erwischt. Wir wissen aber, dass es auf der Welt Arten gibt, die tatsächlich dieses Tonerzeugen auch als Möglichkeit nutzen, um eben zu drohen, um eben Fressfeinde abzuschrecken. Also sie kann mit den Flügeln rascheln, wenn sie gegen die... Zum Geschlechtsunterschied, hier sieht man, wie kann sehr man schön, die Geschlechter unterscheiden? Das ist ein Männchen, was hier zu sehen ist, mit sehr langen Fühlern. Im Vergleich zum Weibchen hat das Männchen längere Fühler, schlanker gebaut und auch viel kleiner als das Weibchen. Das ist eine grüne Art, die einen immer so anschaut, wenn man es gut abpasst. Besonders faszinierend ist ja dieser bewegliche Kopf halt für mich, wenn ich das Tier so sehe. Genau. Ne? Es hat etwas ungemein Menschliches, weil es kann den Kopf also wirklich viel beweglicher als wir drehen und scheint uns eben immer anzugucken. Und es hat Facettenaugen, wie zum Beispiel eine Fliege, aber das Licht, wenn das Licht einfällt in diese Augen, meint man in diesen Augen eine schwarze Pupille erkennen zu können, was eine optische Täuschung ist. Aber man denkt halt immer, das Tier guckt einen mit den schwarzen Äuglein an und hat eben auch so ein besonders spitzes, eigentlich richtig, muss man sagen, menschliches und niedliches Gesicht, zumindest für ein Insekt. Das hat schon was. Ja, aber besonders faszinierend sind natürlich die Fangarme. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Aufnahmen sehen. Hier ist noch ein Männchen zu sehen, diesmal in einer anderen Grundfarbe, bräunlich. Und die Fangarme sind so angewinkelt wie zum Gebet. Sie sind mit starken, langen Dornen versehen, die ineinander reingreifen. Es sind keine Fangarme, sondern Fangbeine. Sie hat noch viel weitere Beine, die Schreitbeine. Und vorne die erste paar Beine ist als Fangbeine ausgebildet. Und damit ist er also auch in der Lage, sehr schnell zuzuschlagen, ne?
Also wenn man sich das anguckt im Freiland, diese Bewegung ist so schnell, das ist schneller als die menschlichen Augen das wahrnehmen können. Das Beutetier ist meist völlig überrascht, denn hier kann man auch sehr schön die Dornen sehen, die übrigens natürlich für uns Menschen nicht gefährlich sind. Die Tiere können uns jetzt nicht verletzen, das sind jetzt keine rasiermesserscharfen Killer-Dornen. In dem Zusammenhang, die sind nicht giftig und können nicht stechen. Sie sind wirklich einfach nur Lebewesen, die auf der Wiese oder in der entsprechenden Sie sind Habitat erstaunlich harmlos und uns Menschen können sie tatsächlich nichts entgegensetzen. Und es gibt ja ein paar andere Insekten aus einer ganz anderen Gruppe, die so ähnliche Fangarme haben. Der Ameisenlöwe. Genau, der hat jetzt zwei Mandibeln, also keine umgebildeten Vorderbeine, sondern die Mandibeln, die Fresswerkzeuge entsprechend umgebildet. Und hier sieht man auch sehr schön die Dornen, aber ist eben perfekt geeignet, um Insekten festzuhalten. Die Biologen sagen dazu konvergente Evolution. Das heißt, da haben sich bei Tieren, die von der Entwicklung her wenig miteinander oder gar nichts am Hut haben, tatsächlich ähnliche Merkmale rausgebildet. Es gibt auch noch eine Krebsart, die im Meer lebt, bei denen auch dieser Fangmechanismus sich entwickelt hat. Also das ist sehr, sehr interessant. Deswegen wird die dann auch Mantis Shrimp genannt. Der Fangschreckenkrebs, genau, ne? Der da so wahnsinnig, das kann man auch mit dem Auge nicht verfolgen, habe ich mal Aufnahmen das gesehen. Ist auch das ist unglaublich. Ne? Unglaublich. Und dann die Biologie, na gut, aber das schweifen wir hier ab. Gibt schon faszinierende Tiere. Schauen wir uns mal die Verbreitung an. Zuerst mal gucken wir mal auf die Afrika-Europa-Asien-Karte. Es ist sehr weit verbreitet. Es gibt eigentlich nur so ein paar Lücken unten in der Sahara, ne? Und in der hinten Wüste Himalaya, nicht, Hochgebirge. In der Wüste kommt sie nicht vor und im Hochgebirge nicht, aber ansonsten hat sie alle Bereiche erobert. Wobei man muss sagen, dass diese Karte natürlich die Mantis religiosa zeigt, richtig, also die europäische Gottesanbeterin, die einzige bei uns in Deutschland vorkommende Art. Ansonsten gibt es natürlich noch tausende Gottesanbeterinnenarten, die den ganzen Planeten bevölkern und hoch spezialisiert sind. Jetzt interessiert uns natürlich insbesondere, wie hat sie sich in Deutschland ausgebreitet? Und zuerst würde ich mal sagen, Sie haben ja dann ein Buch mit, ein interessantes. Wir gucken uns erstmal die Karte an und gucken dann das Buch von Herrn Berg. Ne, vielleicht sagen Sie da was zu. Genau, hier ist zu sehen die Verbreitung bis zum Jahr 2010. Da wurden alle Meldungen von Herrn Manfred Berg gesammelt und hier in einem Buch zusammengestellt, was dann in der Neuen Bremen Bücherei erschienen ist. Die Gottesanbeterin mit einem Kollektiv zusammen hat Manfred Berg das erarbeitet, ist also sozusagen die Bibel schön und behandelt alle Fragen, die es um die Gottesanbeterin gibt. Also alles, was man über das Tier jemals wissen wollte, steht in diesem Buch. Und noch mehr. Sie sind ja als Freundeskreis, kartieren Sie ja auch oder rufen auf. Sie haben auch jetzt so eine Statistik, welche Funde Sie nachgewiesen haben. Da können wir vielleicht auch mal reinschauen, wie sich das bei Ihnen entwickelt hat hier über die Jahre. Ja, wir 2011. haben jetzt so Jahresscheiben, die Karten, die von Herrn Ralf Rasch aufgrund unserer umfangreichen Datenbank gesammelt worden sind. Das sind also immer die Jahreszahlen und Neufunde, die im jeweiligen Jahr an uns gemeldet worden sind. Alles sozusagen auf privater Basis und aufgrund des Netzwerkes, das sich mit der Zeit aufgebaut hat, bekommen wir die Fundmeldung. Wie Sie sehen, es hat sich von Jahr zu Jahr zugenommen, haben die Fundmeldung zugenommen, auch aufgrund unserer aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Und letztendlich haben wir also in der Datenbank werden die alle erfasst. Die Datenbank wird vom Museum, Naturkundemuseum in Potsdam von Dr. Berger geführt. Und hier sieht man mal so die Hauptverteilung in den neuen Bundesländern und links unten in dem Rheintal, Rheinebene. Jetzt sieht man noch einzelne Punkte, das ist dann immer ein Einzelfund und wenn die Punkte mehr sind, ist das eine Population, die sich da eben stabil entwickelt. Das Interessante ist, dass sich tatsächlich auch oft Inselvorkommen bilden, die also von Hauptpopulationen teilweise 50 Kilometer entfernt sind und die tauchen scheinbar wie aus dem Nichts aus und deswegen ist es auch für uns natürlich als Verein sehr interessant aus der Bevölkerung, kommen wir später noch dazu, Hinweise zu bekommen, weil theoretisch können sie überall in Deutschland jederzeit an geeigneten Habitaten auftauchen. Und da haben wir gerade das Beispiel, ne? Also in Vorbereitung der Sendung habe ich auch hier mit Leuten aus Salzwedel gesprochen und einen Salzwedler, der eigentlich aus Serbien kommt, für den die Gottesanbeterin nichts Besonderes ist, sagte dann, ja, die kenne ich, die habe ich vor ein paar Tagen hier gesehen. Und, weil er wusste gar nicht, dass die in Deutschland so eigentlich selten ist. Und,
Und stellte sich dann raus, Kloppenburg. So, also völlig aus der Kehre. Werden wir jetzt überprüfen müssen, oder das, Sie werden das dann sicher überprüfen. Ja, wir sammeln jetzt noch die Hinweise. Wir brauchen dann immer den genauen Fundpunkt, wenn es geht, ne, mit Koordinaten und den Fund, die Fundumstände, die Beschreibung. Und meistens nehmen wir dann mit dem jeweiligen Melder den Kontakt auf und versuchen dann, das Gebiet abzusuchen, um weitere Tiere festzustellen. Oder, was eben auch sein kann, aufgrund der heutigen Austausch der Waren, dass das ein Tier, verschlepptes Tier war, oder was eben auch sein kann, dass es ein Tier war, was aus dem Terrarium einfach mal abgehauen ist. Und möglich. Weil die Tiere sind natürlich auch beliebte Terrarientiere, und es kommt jedes Jahr vor bei exotischen oder nicht exotischen Tieren, dass es eben Ausbrüche gibt. Und das Spannende ist eben, dass die Gottesanbeterin sich etablieren konnte, trotz unserer Winter, weil die allermeisten ungewöhnlichen Tiere, die ausgesetzt werden, sterben natürlich mit den ersten Frösten. Und die Gottesanbeterin hat eben durch ihren besonderen Lebenszyklus, den werde ich noch erklären, die Möglichkeit, sich hier gut zu etablieren. Das ist natürlich jetzt, Sie haben ja selbst eine Gottesanbeterin im Terrarium, das ist natürlich so eine Gewissensfrage. Was macht der Terrarianer, wenn er sehr viele nachzieht? Und dann, ja, das ist ein Problem. Man hat ja als Terrarianer einfach die optimalen Lebensbedingungen und es können dann tatsächlich aus einer Ootik, aus einem Schaumnest, sind dann mehrere hundert Tiere unter optimalen Bedingungen. Und klar, da hat man natürlich den Gewissenskonflikt. Möchte man die abtöten, möchte man natürlich auch nicht. Also er braucht noch ein paar Eidechsen, wo er sie dann verfüttern kann. Müsste man, ja. Jetzt interessiert uns aber mal die Verbreitung Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo Sie herkommen. Da haben wir noch eine Karte. Da sind jetzt mal diese detaillierten Punkte. Ja, sehr schön zu sehen. Rechts unten an der rechten Seite dieser Bereich, das sind die Tagebaugebiete in Brandenburg, Südbrandenburg. Da ist das Klima eben richtig schön und da ist, gibt es viele Tagebaurestlöcher, wo wir wissen, dass da die Mantis religiosa flächendeckend vorkommt. Links unten ist ein Bereich sehr dicht mit gelben Punkten. Das ist der Geiseltalsee. Da hat sich die Gottesanbeterin seit 2006 schon fest etabliert. Und da besuchen wir die jedes Jahr und gucken uns die Entwicklung der Population an. Und da gibt es sehr viele Fundmeldungen. Und dann gibt es noch so eine Einzelfunde, das waren die roten Punkte, die so verstreut sind, wo eventuell auch Kloppenburg denn dazu zählt. Mhm. Die werden auch notiert, werden entsprechend dokumentiert und entsprechend ausgewertet. Kommen wir mal zum Lebensraum. Welche Ansprüche stellt denn das Tier so an ihren Lebensraum? Wir haben da mal eine Aufnahme von einem typischen Biotop. Hier hat man einen idealen Lebensraum. Wissenschaftlich würde man sagen, dass die Gottesanbeterin gerne Trockenrasenflächen mag. Das heißt, Flächen, die sehr warm im Sommer werden. Es ist einfach auch ein sonnenliebendes Insekt, weil es ähnlich wie Reptilien natürlich auch eine Hitze braucht, um ein bestimmtes Aktivitätsniveau zu haben. Dann braucht die Gottesanbeterin natürlich auch Futter. Es ist ja ein karnivor lebendes Tier, was also lebende... Also rein fleischfressend. Genau, rein fleischfressend. Die isst sehr gerne alle Arten von Heuschrecken, Wespen, Bienen, Fliegen, eben alle eigentlich kleineren Insekten. Interessant ist, wenn man eine Trockenrasenfläche hat, wo man zum Beispiel Zauneidechsen sieht oder eben die Wespenspinnen, das ist dann auf jeden Fall ein geeignetes Habitat und da sollte man dann genauer hingucken. Mhm. Was wir auf jeden Fall allen Zuschauerinnen und Zuschauern sagen können, einen Ort, wo es eben schon Bäume gibt, ein Wald oder Birken, das ist für die Gottesanbeterin nichts. Es muss tatsächlich eine Wiese sein, die offen ist und die auch nicht zu oft gemäht wird. Wenn sie natürlich zu oft gemäht wird, dann wird das Leben, was da sich bildet, natürlich dann auch geschreddert. Ist sie ein Kulturfolger, kann man das so sagen? Das ist eine interessante philosophische Frage. Ja, aber doch, letztendlich sind das Kulturflächen, denn die Sukzessionsflächen, die letztendlich entstehen, ist Wald und der ist nicht geeignet. Der normale Lauf der Dinge ist natürlich, dass bei einer Trockenrasenfläche sich nach einiger Zeit eben dann ein Birkenwald bildet und dieser Birkenwald wäre ja eigentlich das Ende von der Population. Deswegen, es gibt da einen spannenden Fall von einem Gebiet in Berlin, was wir auch betreuen, das Schöneberger Südgelände, das ist eine ehemalige Bahnbrache und da ist so, dass eben diese Trockenrasenfläche, auf der die Gottesanbeterin vorkommt, die muss also natürlich mehrmals im Jahr auch gemäht werden, um eben zu verhindern, dass sich das Habitat so verändert, dass die Gottesanbeterin dort nicht mehr vorkommt. Und auch da war es sehr spannend, dass zuerst also ganz klassisch mit einem Mähdrescher oder mit einem Mähmaschine gedreht wurde und jetzt hat man auf Schafwart umgestellt
und hoffe, dass es eben so das am schonendsten für die Tiere ist. Und ist das günstiger zu mähen? Also ich meine, wäre es jetzt schon klassische Entwicklungs- und Schutzmaßnahme? Ist die Maat günstiger oder die Beweidung? Kommt immer auf die Art und Weise an. Letztendlich die Extensivität. Also ja, wie eben alles im Leben, man kann es übertreiben. Aber nur wenige Tiere würde natürlich gut sein. Und es kommt auf den Zeitpunkt drauf an, der richtige Zeitpunkt. Möglichst, wenn die alten Tiere dann ihre Ootheken gelegt haben und letztendlich im Herbst also, oder wenn die jungen Tiere noch nicht die jungen Mantiden noch nicht geschlüpft sind, dann wäre auch der Zeitpunkt günstig, Pflegemaßnahmen durchzuführen. Wenn gleich noch einen genauen Lebenszyklus erklären, das hängt auf jeden Fall die Frage sehr eng mit dem sehr spannenden Lebenszyklus der Tiere zusammen. Also wenn man jetzt mal so philosophiert, gab es die Gottesanbeterin vor der Eiszeit hier? Ja, es gibt das Versteinerung aus dem Harzland, die vor der Eiszeit sind. Es gibt Enklusen, also Einschlüsse in Bernstein, die auch in diesem Bereich hier gesammelt wurden. Und da gab es Gottesanbeter, die sehen genauso aus wie heute. Das hat also super funktioniert. Also die müssen dann ja auch, sagen wir mal, in einem locker strukturierten Wald, also damals gab es ja noch keine Menschen, noch keine Ackerbrachen oder sowas, müssen die ja auch ein Fortkommen gefunden haben. Also war der Wald sicherlich auch mosaikartig offen. Ja, wahrscheinlich haben dann die entsprechenden Tierpopulationen, die es damals noch gab, auch die waldfreien Flächen geschaffen. Genau. Interessant ist, dass die Gottesanbeterin erdgeschichtlich wirklich ein echtes Erfolgsmodell ist. Die bereits angesprochenen Bernsteinfunde datieren also bis ins Jura. Das heißt, die Gottesanbeterin war also eine Zeitgenossin schon der Dinosaurier. Und die Funde deuten darauf hin, dass sie äußerlich die Form weitgehend unverändert hat. Also das ist tatsächlich ein Wunder, wie diese Tiere diese riesigen Zeiträume überleben konnten. Also wahrscheinlich haben sie alles richtig gemacht. Gut, aber Bedingung war immer, dass sie eine entsprechende Wärmestrahlung hatten, ne? Denn das ist sicherlich das, also ohne in der Kaltzeit oder in irgendeiner Form. Die Eiszeit hat sie verdrängt über die Alpen und jetzt wandern sie wieder über die Alpen oder über die Alpentäler ein. Das könnte was damit zusammenhängen, dass wir jetzt hier kommen wir auch später drauf, in Deutschland eben höhere Temperaturen sehen, genau, kommen die wir günstiger drauf. Sind. Sprechen wir mal über die Paarung. Das ist ja mal so ein bisschen sagenumwogen, ne? Also wie können Sie das beschreiben? Also die meisten, ich denke fast alle Zuschauerinnen und Zuschauer, haben schon von der Paarung und der entsprechenden Legende gehört, von der männermordenden Gottesanbeterin. Das ist ja ein häufiges Motiv auch in Film und Literatur. Von unseren Freilandforschungen wissen wir, dass das tatsächlich wesentlich seltener vorkommt, als man allgemein annimmt. Ich persönlich habe es noch nie gesehen. Diese Legende ist wahrscheinlich auch entstanden, weil die Wissenschaftler, die damals diese These aufgestellt haben, haben die Tiere also in Terrarien gehalten. Und da hat natürlich das Männchen gar keine Chance, nach der Paarung zu entkommen. Und deswegen haben die im Prinzip aus der Ausnahme dann die Regel gemacht. Tatsächlich passiert das aus ganz pragmatischen Gründen, weil natürlich das Männchen hat, wenn eben die Kopulation erfolgt ist, biologisch den Zweck erfüllt. Und wenn es dann eben verspeist wird, ist das eben natürlich eine sehr gute Eiweißquelle für das Weibchen, die dann auch natürlich indirekt und direkt der nächsten Generation dann zugute kommt. Im Übrigen muss man sagen, dass die Idee, dass das Männchen aufzufressen, kommt natürlich auch bei vielen anderen Tieren, bei fast allen Spinnenarten ist das völlig normal. Die Gottesanbeterin ist halt auch ein bisschen ungerechterweise halt prominent. Aus menschlicher Perspektive ist es natürlich, ich kenne es jetzt nur aus Filmaufnahmen, natürlich schon tragisch, weil das Schlimme ist ja, das Männchen wird, wenn es denn passiert und wenn das Weibchen will, ja schon während der Paarung, während der Penetration bis zum Torso aufgegessen. Etwas skurril und bizarr ist, dass eben der Kopulationsvorgang prächtig weiter funktioniert, stundenlang, selbst wenn vom Herrn Gottesanbeterin eben schon die Hälfte fehlt. Das ist natürlich schon, muss man keine Witze machen. Da wollen wir uns mal böse Sprüche jetzt hier verklemmen über die könnte man Männerschaft. Kann sich jeder seinen Teil denken. Die Eiablage ist nicht minder faszinierend und das schauen wir uns jetzt mal an. Die legen also keine einzelnen Eier, sondern eine Oothek. Das ist also ein Schaumgebilde am Anfang, was erst im Laufe der Zeit, wenn es dann ausgetreten ist aus dem Weibchen, sozusagen erstarrt und eine unheimlich komplizierte chemische Reaktion da vonstatten geht. Und das ist Hightech pur. Hightech pur, Fermentation findet da statt. Das wird also ein Schaum geschlagen, der dann auch
als Hülle über die Eikammern liegt und diese Hülle dient also der Temperaturregulierung und der Feuchtigkeitsabhalten und auch Feinde abzuhalten. Und dann gibt es in der Oothek, eben wie gesagt, bis 300 einzelne Eikammern, wo die Eier drin sind. Und das verteilt sich dann, beziehungsweise das wird dann eben an geschützten Stellen und muss von der Sonne ausgebrütet werden. Sie haben da noch ein paar Bewegtaufnahmen, die können wir uns mal anschauen. Das ist sehr schön, ja. Das ist der Schaum. Ja. So ein bisschen wie beim Salzwedler Baumkuchen. Genau. Ja, einzelne Schichten werden da gelegt. Und diese man sieht es hier, dass die normale Geschwindigkeit, wie das abgelegt wird. Und wenn man das jetzt so ein bisschen technisch bearbeitet, kann man sehen, dass immer zwischen den einzelnen Schaumschlagen eine Phase kommt, wo die Eier sozusagen dann in den Schaum reingelegt werden. Wir haben noch eine Aufnahme jetzt in Zeitlupe da, die können wir gleich mal nachschieben. Ja, da sieht man die Pause, wo die Eier dann in den Schaum gedrückt werden und dann bildet sich eine Eikammer und das Ei hat dann sozusagen Platz Ei an Ei. Da gibt es dann auch noch, ja, und das Schöne ist dann, wenn das schlüpft, das Tier, wir sehen dann auch sicherlich noch was, dann wird die einzelne Schuppe aufgedrückt und die junge Prälarve drückt sich raus. Mhm. Wichtig, hohe Temperaturen, weil die entsprechend schnell ausgebrütet werden. Was sehr interessant ist, dass wir auf dem bereits angesprochenen Schöneberger Südgelände haben Wissenschaftler erforscht, dass die also tatsächlich diese Ootheken an Schienen anheften, weil das eben ein ehemaliger Güterbahnhof war. Und das ist natürlich ein ganz toller Trick, dass dann diese Schienen sich erwärmen und so können die Larven etwas früher schlüpfen, was natürlich im Hinblick auf den Lebenszyklus einfach vorteilhaft ist, dass die einige Wochen oder Tage dadurch eben noch früher schlüpfen können. Genau, da haben wir, glaube ich, auch noch ein Foto, da sieht man das mal. Also, ja, da sehen wir erstmal den Querschnitt, aber können wir auch erstmal drüber reden. Genau, Unterkante ist sozusagen die Anheftseite an das Substrat und dann sieht man die Eier entsprechend schön dicht gepackt. Und dann oben dieser Schaum, polystyrolartige Gestaltung, die dann im Prinzip diese ganzen kleinen Larven schützt. Ja, wir hatten also Freunde in Österreich, mit denen ein enger Kontakt besteht, der Raderwald. Und die haben in ihrem Wald auch Bahnschienen. Und als wir denen dann gesagt haben, also bei uns in Schöneberger Südgelände heften die immer unten in die Schiene, in die Kehle rein. Kurze Zeit später kam das. Das hat sich also scheinbar rumgesprochen. Ja. Und Sie haben ja auch zwei Ootheken mit, vielleicht können Sie die mal zeigen. Genau, damit wir das mal, also die sind tatsächlich, wenn man einmal weiß, wie die aussehen, kann man die eigentlich im Freiland kaum mit etwas anderem verwechseln. Mhm. Die erinnern so eine Mischung aus Vogelkot und Bauschaum. Ja. Und die kann man dann auch, wenn gerade die Mantiden keine Saison haben, im Sommer kann man die natürlich auch in den Wintermonaten wundervoll sehen, gerade wenn im Winter die Vegetation lichter wird, kann man mit ein bisschen Übung die wunderschönen dann genau, hier ist entdecken. Angefressen so eine Seite, nicht? Es gibt auch Feinde, die dann die Eier finden und dann so hier Mäuschen, dran knabbern, Mäuschen oder Grillen, die das dann machen. Ja. Ansonsten werden die also von unten nach oben gelegt und hier ist das Ende und an mehrjährige krautische Pflanzen normalerweise, wenn keine Schienen da sind oder keine Steine. Und die Ablage etwa, Zeitpunkt, wann ist normal, dass ihr die legt? So im Herbst. Im Herbst. Ja. Im Herbst. Die überwintern Schlupf dann. Im Frühjahr dann. So Schlupf im Frühjahr. Der Schlupf ist im Mai und der Lebenszyklus der Gottesanbeterin ist ja eher kurz. Für Insekten beginnt das Leben eben relativ spät. Deswegen müssen die mit voller Power dann natürlich ihr Leben bestreiten, weil wenn die ersten Fröste kommen, dann ist Game over. Und bis zu diesem Zeitpunkt muss eben das Wachsen, das Paaren und die Ablage der Oothek erfolgen, also Leben im Schnelldurchlauf. Und jetzt haben wir ein paar faszinierende Aufnahmen des Schlupfes, also wenn die Oothek verlassen und da könnt ihr vielleicht noch mal kommentieren. Der Herr Rasch hat uns freundlicherweise seine Aufnahmen zur Verfügung gestellt, die im Labor entstanden. Man sieht hier die sogenannte Prälarve mit einem Ballon auf dem Kopf, mit Hämolymphe, also dem Blut der Insekten hier gefüllt ist und mit dem sie die Schuppen aufdrängen kann und sich dann durchschlängeln kann. Und dann sieht man hier sehr schön, dass es also viele hundert sein können, je nachdem wie die Bedingungen sind, die dann da aus dem Ei schlüpfen, aus der Oothek. Ja, und was passiert dann, wie verhalten sich die Schlüpflinge dann, wenn sie dann die Oothek verlassen haben? Da haben wir auch ein paar Bilder und Aufnahmen, so sehen sie aus dann.
Ja, die sind hier unter einer Oothek. Die müssen sich natürlich schnell verteilen, denn so eine Oothek ist ja immer in Aufmerksamkeit erregend, auch für die Prädatoren. Die Schlüpflinge verteilen sich dann radial und hier sieht man eine junge Larve, also Larvenstadium 1. Insgesamt gibt es 6 und 7 Larvenstadien. Die rosa durch den Leibschimmer, das liegt an dem Futter. Sie fangen also von Anfang an, fressen sie Insekten. Und in Berlin, im Schöneberger Südgelände, in dem wurde diese Fotos entstanden, da sind es hauptsächlich die sogenannten Mauermilben, die eben rot sind. Und dann schimmern da die jungen Babys, die wir dann immer beobachten, schimmern dann so durch den Baum. Und das Faszinierende ist, dass eben die Gottesanbetung schon die ganz kleinen äußerlich die genaue Form von den adulten Tieren haben und dann einfach nur bei jeder Häutung, bei den verschiedenen Stadien einfach im Größenwachstum zulegen. Mhm. Aber im Grunde ist das im Gegensatz zu anderen Insekten, dass sie keine äußere Verwandlung haben, sondern es ist sofort die volle Gottesanbeterin, die alle kennen, dann einfach nur auf einer anderen Größenskala und eben entsprechend mit einem anderen Spektrum. Genau, hier sehen wir mal ein etwas größeres Stadium. Und wie gesagt, ich war ja mal draußen mit Ihnen, da ging das immer nur, das ist eine 3 oder eine L4 oder eine L6 oder so. Das heißt, das sind die Häutungsabstände, ne? Ja, das sind die Larvenstadien. Dazwischen häutet sie sich immer und je nach Futter. Also es gibt unterschiedliche, die gleichzeitig sozusagen versetzt im Gebiet vorkommen. Man findet auf einer Wiese meist ganz unterschiedliche Größen. Damit die auch unterschiedlich, wie bei den Menschen, ganz verschiedene. Genau, verschiedenes Futter fressen und auch verschiedene Stabilität gegen Witter umbilden haben. Ne? Macht Sinn. Ne? Ja, dass man nicht. Gut, und zur Häutung haben wir auch ein paar Bilder, die schauen wir uns mal an. Vielleicht können Sie die Häutung mal ein bisschen beschreiben. Die haben Sie ja bestimmt auch schon öfter beobachtet. Naja, die Insekten haben ja alle einen Chitinpanzer und um zu wachsen, müssen die natürlich alle sprichwörtlich aus der Haut fahren, was man hier sehen kann. Interessant ist, dass die Gottesanbeterin mit jeder Häutung eben die Farbe wechseln kann, sodass eben grüne, graue, weiße Farbvariationen sind immer in Anpassung zum Lebensraum. Hier sieht man, dass es nicht so gut geklappt hat. Hier haben sich die Flügel nicht richtig entfaltet. Wahrscheinlich, weil das Tier gestört wurde. Das heißt, für Gottesanbeterin ist eben dieser Moment der Häutung, die Stunden danach, das Häuten selber ist ein ganz empfindlicher Zeitpunkt, wo die Ungeheuer aufpassen, wie wenn wir Menschen mit der Hose runter sind, dann sind wir auch sehr empfindsam. Und das Foto gerade stammt aus einem Gebiet, wo viele Hunde unterwegs sind, viele Menschen mit Hunden. Da könnte es eventuell einen Zusammenhang geben, dass dann tatsächlich, wenn sie aufgeschreckt werden, mehr von diesen Unfällen beim Häuten passieren tatsächlich. Insgesamt scheint es ja so, gegenüber ihrer Nahrung erscheint sie ja als rabiate Räuberin, aber insgesamt ist sie doch auch sehr verletzlich, ne, und empfindsam. Was hat sie denn überhaupt für Möglichkeiten, sich gegen Prädatoren eventuell zur Wehr zu setzen? Eine Möglichkeit haben wir hier in dem Foto, das ist auch sehr beeindruckend. Aber das hat uns natürlich immer sehr fasziniert. Diese Gottesanbeterin ist in ihrem Größenvergleich der Tiger der Wiese, der absolute Top-Prädator. Aber ansonsten ist sie natürlich eigentlich völlig wehrlos. Sie kann nicht beißen, sie kann nicht stechen. Das Einzige, was sie prima machen kann, wie man auf dem Foto sieht, ist eine tolle Show. Die kann drohen. Und was mich immer begeistert hat, dass sie also extrem selbstbewusst ist. Auch wenn man als großer Mensch das Tier auf die Hand nimmt oder sich dem nähert, die weicht nicht zurück. Die macht mit den Armen, die macht Show, die wehrt sich. Und es gibt bei YouTube tolle Videos, wie sie irgendwie auch einem großen Hund oder Katze eins auf die Schnauze gibt. Also das Tier, wenn man das Tier also vermenschlichen möchte, ist tatsächlich mutig und selbstbewusst. Mhm. Das haben auch übrigens schon die alten Chinesen so gesehen, die damals auch einen Kung-Fu-Kampfstil nach der Gottesanbetung benannt haben, weil sie gesagt haben, gut, es ist ein anmutiges Tier, ein richtiges Showtier, was sich also verhält, als wäre es gefährlich, obwohl es das gar nicht ist. Und es muss natürlich jede Menge Prädatoren fürchten. Das sind Störche und alle anderen Vögel. Großvögel, es sind Igel, Füchse, Katzen, Hund, auch Zauneidechsen. Also für die meisten größeren Prädatoren ist da kein Unterschied zwischen einer Grille. Das ist Haps und weg ist es. Mhm. Und da kann das Tier noch so Show machen, ist nur ein Snack. Ne? Sprechen wir mal über die möglichen Ausbreitungsformen. Welche Strategien hat sie? Also sie kann fliegen erstmal. Ne? Ist aber kein Dollarflieger. Ist kein Dollarflieger. Keine großen Distanzen zurücklegen. Aber sie hat die Möglichkeit, natürlich noch in anderer Form verschleppt zu werden. Wodurch erscheint sie dann mit einmal schlagartig, zum Beispiel wie Kloppenburg, sollte sich das bestätigen?
Wie kann das kommen? Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Mantis religiosa war. Welche Art, eventuell noch eine Unterart oder so. Das kann eben durch den industriellen Austausch, Warenaustausch, passiert das eben sehr. Zum Beispiel in Aschersleben haben wir eine stabile Population mitten in der Stadt. Was ist in der Nähe? Der Zollhof. Das heißt, die ganzen LKWs... Wir haben ja bereits über die Orotheken gesprochen und wir wissen, dass diese Orotheken ja auch ungeheuer isolierend sind. Also die ist den Eiern ermöglichen, tiefste Minusgrade zu überleben. Und natürlich kann man sich gut vorstellen, wie zum Beispiel aus exotischen Weltregionen beispielsweise Zierpflanzen eingeführt werden, die dann im Garten ausgepflanzt werden. Und da sind die Orotheken dran. Oder dass sich zum Beispiel an Autos oder Lastwagen oder Zügen entsprechende Orotheken befestigen, die fallen dann ab. Also in der globalisierten Welt kann man sich wirklich tausende Möglichkeiten überlegen, wie die Tiere hierher kommen, und es wird sicherlich immer wieder passieren. Und dann gibt es einen Einzelfund und eventuell 2-3 Jahre später stellt man an der Stelle oder ein paar hundert Meter daneben mehrere Tiere fest. Das kann öfters passieren. Jetzt schauen wir uns mal an die Ausbreitung, Expansion, wie das, da haben Sie eine Karte mitgebracht. Ja, da hat mir die Gelegenheit, die DNA-Analyse durchführen zu lassen im Rahmen einer Doktorarbeit von Frau Dr. Linn aus der Uni Mainz. Und wir hatten die Proben geliefert und sie hat uns das Ergebnis mitgeteilt, was eine sehr schöne Aussage mit sich bringt, nämlich es gibt also eine Einwanderung von Süd nach Nord in Deutschland. Es gibt eine Seite, das sind die blauen Punkte, diese westeuropäische Population, die also aus Spanien und Frankreich stammt und durch die burgundische Pforte einwandert und die schon seit Jahrhunderten in Freiburg im Breisgau existiert hat, aber sich jetzt auch weiter nach Norden ausdehnt. Und es gibt die zentraleuropäische Population, wo die Tiere näher verwandt sind mit den tschechischen, ungarischen oder auch norditalienischen Tieren von der genetischen Seite her. Das Land wird also quasi von den Gottesanbetern in die Zange genommen und die müssten sich dann irgendwann in der Mitte tatsächlich treffen. Im Augenblick sind tatsächlich vor allem jetzt die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen noch nicht so stark, aber da werden sie sicherlich auch noch auftauchen. Das eine mögliche Erklärung ist natürlich, und man ist ziemlich überzeugt, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt, und auf den nächsten Karten haben wir mal auch eine Übersicht, wie sich auch das Klima verändert hat, ne, in überschaubarem Zeitraum. Ja, das ist hier im Buch von Manfred Berg schon mal dargestellt. Also diese Klimaentwicklung analog dazu, das ist die Zunahme der Mantis religiosa Funde, das sind die blauen Kästchen, linke Seite im Jahr 1951 bis 1970 und die rechte Seite dann jetzt bis 2006. Und man sieht, die Wärme hat zugenommen und die Fundorte sind auch mehr geworden. Also die Indizien sprechen dafür, aber man muss ganz klar sagen, dass eine solche Ausbreitung nicht monokausal zu erklären ist. Es ist immer ein Bündel von Strukturen, was dazu führt, dass ein solches Tier sich aufbreitet. Von den Flächen und so weiter. Wie weit könnte sie noch sich nach Norden ausbreiten, so nach Vermutungen? Es gibt also Ergebnisse internationaler Literatur, Litauen, und da gibt es Funde von 2010 und 2012. In Russland 56. Breitengrad überschritten. Also da, wo es trocken und heiß ist, dann hat sie die Gelegenheit, dass die Orotheken schlüpfen und dann kann sie leben, schnell wachsen, schnell fressen, wo die Futtertiere vorkommen. Dann ist das, funktioniert das. Sprechen wir mal über die Jagdstrategie. Die Jagd beginnt ja eigentlich auch schon mit der perfekten Tarnung. Und ich habe selber mal eine Aufnahme machen können in Südspanien. Und da sieht man mal eine sitzen. Also der Laie würde die gar nicht sehen. Sie sehen sie bestimmt sofort, weil sie ja da... Auch wir sehen die nicht immer sofort. Ja, aber hier sieht man sie schon ein bisschen besser, weil sie auch den Kopf noch bewegt. Also wie die quasi verschmilzt mit den Grashalmen. Das ist unglaublich. Ne? Ist hier sehr schön zu sehen. Also das ist natürlich das Erste, aber dann, das heißt, sie ortet optisch jegliche Bewegung, sie ist sehr aufmerksam. Und dann kommt es zu dem, wenn das Insekt nahrot dran ist, zum Fangschlag. Vielleicht können wir, haben wir auch ein paar Aufnahmen, vielleicht können Sie das mal erklären, wie das funktioniert. Na, hier sieht man sehr schön, wie sie eine Heuschrecke gefangen hat und sie fängt immer möglichst vom Kopf her an, das Tier aufzufressen. Das heißt, damit ist auch die Abwehrbewegung und die Flucht nicht mehr so leicht möglich. Und die Fressgeschwindigkeit ist immer wieder enorm. Erstaunlich. Jawohl, wird ja auch nicht ausgelutscht, sondern richtig geknuspert. Und das wird einfach weggeknuspert, der Insekten-Snack. Geht ratzfatz. Aber hat sie bestimmte Lieblingsbeute? Gibt es Beute, die sie nicht mag? Zum Beispiel, ich denke mal so an Blattwanzen oder Käfer, die ja vielleicht doch ein bisschen schwierig... Ja, kann man sagen. Es gibt da natürlich Untersuchungen. Also
die Hauptbeute sind Heuschrecken heutzutage. Und es gibt natürlich Beispiele, wo Wanzen nicht genommen werden, aber wenn es große Not ist, dann werden auch die gefressen. Und es gibt da unterschiedlichste Beispiele von Beutetieren. Spinnen werden natürlich auch geschlagen und sie pirscht übrigens auch an, wenn das Beutetier zu weit weg ist, aber sie sieht es, dann kann sie sich auch langsam anpirschen und im Wind sich mitbewegen. Ja, das Besondere ist, dass sie eben diese Seitwärtsbewegungen macht und imitiert die Grashalme, die sich im Wind bewegen. Wir sehen was jetzt. Die meisten Beutetiere, wenn man hier sieht, die ist völlig arglos hier. Ja, bei der Paarung. Und wird sogar bei der Paarung noch wird hier die gefressen und das geht ruckzuck. Ja, freundlicherweise vom Wildes Berlin zur Verfügung gestellte Filmausschnitte, wo man sehr schön sieht, dass also auch wehrhafte Insekten gefressen werden, Honigbiene oder Wespe. Mhm. Und es gibt auch da Fliegen zu sehen, die mit partizipieren von dem Fressen der Mantis religiosa, die sogenannten Kleptopredatoren. Ja. In Zeitlupe mal. Also Fangschlag. Ist nochmal ein Fangschlag, genau. Ja. Nicht jeder funktioniert, aber 99%. Die Präzision ist wirklich enorm. Faszinierend. Man kann dann auch leicht gucken, wie sie dann vor dem Fangschlag immer so einen Kopf bewegt, als wie ein Scanner, der also genau dann auch die Bewegung im Raum genau koordiniert. Das ist auch faszinierend, genau, wenn man diesen kleinen Kopf sieht und dann überlegt, dass er so große Beutetiere frisst, wie klein sie die zerschreddern muss, um die aufzunehmen. Und da haben wir auch so eine Aufnahme noch, mit der, also, wo man das mal genau sieht, wie sie die zerschreddert. Ne? Ja, also sie hat einen Kopf und kann sehr viel fressen in kurzer Zeit, was dann erst im Laufe der Zeit dann verdaut wird. Und hier sieht man sehr schön genüsslich diese entsprechende afrikanische Heuschrecke im Labor hier von Herrn Ralf Rasch zur Verfügung gestellter Film, wo sie dann das Tier frisst. Also nicht wie Spinnen, die was injizieren, sondern es wird richtig. Und hinterher muss das Werkzeug auch ordentlich gereinigt werden wieder, nicht? Das ist sehr wichtig, weil natürlich da auch Flüssigkeiten aus dem Tier austreten und natürlich spielt da auch die Hygiene für die Gottesanbeter eine große Rolle, weil natürlich auch die kann krank werden, kann also auch da Keime oder Viren aufnehmen. Deswegen kann man sehr oft diese Säugungsbewegung anschauen. Und wir sehen nochmal so einen Fangschlag der Larven. Die haben natürlich deutlich kleinere Beute. Ja. Hier kann man auch schön sehen, wie sie sich tatsächlich dann auch anpirscht und die Bewegung imitiert. Da sieht man die Mauermilbe, genau, von oben nach unten. Die Milbe merkt nichts. Ja. Kein Schimmer. Also und hier kann man sehr schön auch dann diese Reinigungsbewegung sehen. Freiluftaufnahmen, Schöneberger Südgelände und hier eine ganz kleine Bodenlohne. Das ging so schnell, das konnte man jetzt gar nicht richtig verfolgen. Mit einmal war die weg. Ja? Yes. Also, kein schönes Thema ist ja auch der Kannibalismus. Also da sehen wir auch eine Aufnahme, wo sie sich gegenseitig verspeisen. Ja, also es ist erwiesenermaßen so, dass der Kannibalismus zwischen Männchen weniger stattfindet, weil die gehen sich aus dem Weg, die prüfen sich, die gucken sich an, drohen ein bisschen, tasten sich mit den Fühlern ab, während die Weibchen natürlich, wenn sie die Chance haben, ihren Eiweißbedarf zu decken, auch ohne Rücksicht auf Verluste ein anderes Weibchen sozusagen fressen. Etwas angenehmer, freundlicher ist, wenn wir sehen, dass sie auch Zecken frisst. Das ist wieder eine Larve. Man sieht ja auch sehr schön die Tarnung, die Tarnfarbe. Ja, die gleiche Struktur wie die Grashalme, die sich daneben befinden. Und im Fang hat sie, also im Fangbein, hat sie eine vermutlich Zecke, also ein zeckenähnliches Insekt auf jeden Fall. Sieht so aus, genau. Ja. Sprechen wir mal über die Ökologie, das Verhältnis im Lebensraum. Was passiert, wenn eine Gottesanbeterin in eine Lebensgemeinschaft Trockenrasen mit einmal oder wenn sie den bereichert, oder? Ich meine, das Thema neu eingewanderte Tiere ist ja immer kontrovers. Da gibt es natürlich immer die Fans und die Hasser von den entsprechenden Tieren. Wissenschaftlich ist nicht nachgewiesen, dass es negative Folgen gibt. Es ist so, dass natürlich die Gottesanbeterin andere Tiere aufisst, die bereits erwähnten Beutetiere, aber nicht in einem ungehörigen Maß. Und man muss auch sagen, wenn wir hier von Ausbreitung sprechen, darf man die Ausbreitung nicht verstehen wie in einem Horrorfilm, wo jetzt Sachsen-Anhalt überrannt wird von Gottesanbeterinnen. Es bilden sich Populationen, aber das ist natürlich ein moderates Wachstum, das in keinerlei Weise eine Gefahr für die hier lebenden
Insekten und sie darstellt. Sie regulieren sich auch irgendwie selber durch die Revier. Sie regulieren sich selbst. Man darf nicht vergessen, dass natürlich von den kleinen Gottesanbetern, die aus der Orothek schlüpfen, nur ganz, ganz, ganz wenige entsprechend das adulte Stadium erreichen, weil es einfach 3-5%. Es ist einfach ein unglaublich gefährliches Leben. Und bis man dieses Leben wirklich meistert mit Eiablage, da gibt es so viele Gefahren, so viele Prädatoren, so viele Tote, die Tiere sterben können. Wir vertreten eher die Theorie, dass die Gottesanbeterin tatsächlich dem Umweltschutz hierzulande nützt, weil eben, wenn es Gebiete gibt, in denen die gefunden werden, ist das natürlich, erzeugt es ein hohes mediales Interesse, hohes Interesse auch bei der Bevölkerung, weil eben die Gottesanbeterin durch das besondere Äußere, durch diesen Exotikfaktor einfach ein Star ist und kann auch helfen, ein Gebiet eben zum Umweltschutzgebiet zu machen. Nochmal ein paar. Letztendlich, da wo sich Gottesanbeterin wohlfühlen, fühlt sich auch die Zauneidechse wohl und andere wärmeliebenden Insekten. Da ist also im Prinzip an der Stelle noch die Welt in Ordnung. Ne? Mhm. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Und sie hat ja selbst auch genug Prädatoren. Ne? Das ist die fangen an bei den Larven. Die ersten Larvenstadien werden von den Ameisen mit weggefressen. Ja? Es gibt da ganze Urotheken, die dann nicht mehr, wo die alle geschlüpft sind, aber nichts mehr existiert. Das kann schon sein, wenn ein Ameisenhaufen in der Nähe ist, was ja okay ist. Wir haben auch noch eine Aufnahme einer Oothek, die befallen ist von Prädatoren. Ja, Parasiten. Also man sieht hier sehr schön, das ist eine Freiland-Oothek aus dem Raderwald. Und da sind einige Larven jetzt geschlüpft. Eine ist eben vorbeigelaufen unten. Und an der rechten Seite sieht man diese Punkte, die schwarzen. Das sind also die Schlupflöcher von Parasiten, die während der Eiablage bei den Weibchen mit in den Schaum ihre Eier legen. Und Parasiten fressen dann diese Larven auf und schlüpfen dann zur Seite raus. Das sind Zerrwespen und ähnliche. Also da gibt es verschiedene. So, man sieht hier, sobald die Larve da ist, versucht sie, sich zu entfernen. Stellt die Gottesanbeterin eigentlich bestimmte Anforderungen an die Pflanzenarten? Lebt sie an bestimmten Arten besonders gern? Es gibt da also die entschiedenen Höhen der Pflanzen. Entscheidend ist, dass die Pflanze oder bei der Pflanze viele Insekten existieren. Natürlich, und bei Blütenpflanzen. Und Blütenpflanzen sind da prädestiniert. Gut. Und das Schönste ist, wenn man eben die adulten Tiere sieht, denn im Schöneberger Südgelände zum Beispiel, in der kanadischen Goldrute oben. Das sieht einfach super attraktiv aus, wenn so eine Gottesanbetung dann am besten noch in grün in dieser wunderschönen Goldrute sitzt. Das ist einfach ein toller Farbkontrast. Ja. Eine Biene. Das ist live. Sie steht unter Naturschutz, Bundesartenschutzverordnung. Jawohl. Sie selber setzen sich ja für den Schutz ein und mit Ihrem Freundeskreis gehen Sie natürlich auch umher und versuchen Populationen erstmal, damit man überhaupt weiß, wo sie sind. Und ich habe Sie am letzten Sonntag begleitet bei Rodan. Das ist auch das Vorkommen, das am dichtesten hier in der Nähe der Altmark liegt. Und es war hochinteressant. Wir haben also in kürzester Zeit sehr viel gesehen und gefunden. Und ich habe einen kleinen Film darüber gemacht und den schauen wir uns mal an und können Sie ein bisschen was zu erzählen. Ja, am Anfang erfolgt natürlich immer eine Einweisung in so eine Exkursion. Worum geht es uns? Was haben wir als Ziel? Und dann, wir hatten da die Aufgabe zu überprüfen, mitten im Dorf Rodan, am Dorfrand, auf einer auch Baulücke, hat sich also da eine Population angesiedelt, die wir auch dann nachweisen konnten. Wie gesagt, mit Stöckchen werden die aufgescheucht und dann werden sie entsprechend notiert, welche Größe, welche Farbe. Und der Ort wird markiert durch einen Stock, den wir in die Erde stecken. Und dann am Ende wird eine Übersicht, das Foto gemacht. Und hier sieht man sehr schön eine gelbe Larve. Sie sind meistens mit dem Körper nach unten an den Pflanzen dran, damit sie die Tiere, die am Boden sozusagen sich bewegen, fangen können. Erst später geht es dann höher hinauf. Und ich kann Ihnen sagen, am Anfang wird ordnungsgemäß in einer Reihe die Wiese beschritten, um die Tiere zu finden. Und am Ende, sobald das erste Tier gefunden ist, dann bildet sich also eine Fototraube ganz normal. Aber das Ergebnis war trotzdem beeindruckend. Über 30 Larven auf diesem kleinen Stückchen Land. Das war sehr früh im Jahr jetzt hier die Exkursion. 2-3 Wochen später sind die erwachsen. So, und die haben auch so ein paar Begleitarten, die sie immer mal mit erfassen. So was, das ist jetzt keine Oothek, ne? Das ist keine, nein, man kann dran erkennen. Keine Oothek, denn von Spinnen, die bauen auch Kokons, aber bei Spinnen sind immer Fäden dabei. Oothek ist wie Schaumpolystrol und bei Spinnen immer mit Fäden zu erkennen.
So, hier auch ein Tier, was sich ganz ruhig verhält. Und das wurde eben entsprechend ein Stöckchen eingesteckt. So, das sind die Begleitarten. Die Begleitarten, ja. Zum Beispiel das grüne Widderchen, ne? Die eigentlich auch ein schöner Falter. Aber das hier was Besonderes. Ja. Der Dornenammenfinger. Jawohl. Oder Ammendornfinger. Jawohl. Die giftige Spinne. Und die wunderschöne Zebraspinne. Ja. Die Wespenspinne. Und auch die Feldwespen nehmen immer mehr zu, aufgrund der guten klimatischen Bedingungen. Die bauen ja bauen nicht ihre Nester in die Löcher, wie die alte bekannte Wespe, sondern altbekannte Wespe, sondern die bauen eben ihre Waben in die mehrjährige Struktur. Wir haben auch mal eine Nahrungsaufnahme zufällig mitbekommen. Haben Sie da entdeckt? Ja, sehr schön zu sehen, dass also da so eine kleine Mantis religiosa so eine dicken großen Brocken Heuschrecke, hat sich geangelt. Heuschrecke gefangen hat. Genau. Gar nicht schlecht. Ja, Tarnung ist alles. Und hier sieht man sie flüchten, nicht springend, nicht fliegend, sondern eben in der Vegetation. So, die wurde ein bisschen hingesetzt. Ja, ne? so blöd wäre sie sonst nicht. Aber das war mal schon für ein schönes Foto, ne? Das passt dann doch. Genau, mehr. Hier sind wir auch nochmal wunderbar, die Tarnung. Also muss man wirklich dreimal hingucken, bevor man sie sieht. Das war schon echt faszinierend, ne? Also man kann sich für die Tiere wirklich begeistern. Dann, ne? So, und dann machen sie auch eine Höhenmessung. Man sieht hier ihre Frau mit dem Zollstock mal auch die Höhe messen. Warum das? Die Höhe der Ootheken, genau, weil wir da in der Literatur nichts gefunden haben. In welcher Höhe werden die Ootheken abgelegt? Und wir haben das hier die Gelegenheit gehabt, 40 Ootheken in so einer sogenannten Bienenwagenwiese in der Nähe von Rotterdam zu haben. Und da haben wir uns die Mühe gemacht, mal zu messen, wie hoch die also über der Erde angebracht sind. Und dann haben wir auch sehr schöne Ergebnisse gefunden und können jetzt den Landwirten, die ja diese Sachen entsprechend mähen müssen, Hinweise geben, je höher ihr den Mähbalken stellt, desto mehr Ootheken werden erhalten. Genau, wir sehen mal das nächste Bild, die Verteilung der Ootheken. Nee, halt ja, hier ist noch ein authentischer Aufnahmezettel, genau. Dass ihr das mal sehen, die Höhe. Das war die Statistik sozusagen, reinfahren war die meisten Ablageplätze, dann kam das Gras von links nach rechts. Und dann haben wir versucht, die Himmelsrichtung, welche Richtung die Ootheke abgelegt worden ist. Das war nicht, da gab es keine relevante Aussage, aber die Höhen, da gab es schöne Bereiche und die meisten Ootheken werden eben in einem Bereich von 11 bis 20 Zentimeter abgelegt. Ja. Im nächsten Bild sehen wir die Verteilung auch mal der Ootheke. Auf dieser Wiese, genau. Ja, immer da, wo so ein Platt zu sehen ist, da haben wir dann mit Stöckchen und einem A4-Papier einfach nur markiert, da ist eine Ootheke und man sieht, die sind gleichmäßig verteilt. In anderen Bereichen, da bei uns im Südgelände, da wird's, wo es richtig heiß ist, da gibt es manchmal Stellen, wo mehrere Ootheken angebracht werden. Entweder vom selben Weibchen, was das gut findet, die Stelle, besonders warm, oder von mehreren Weibchen, die sagen, okay, hier habe ich ja auch festgestellt, ah, meine Nachbarin war schon da. Genau, hier sieht man nochmal jetzt die... Da sind die roten Kreise, das ist die Schnitthöhe von dem Mähbalken. Das ist also auch eine reale Aufnahme, ganz aus der Natur. Und dann unten sieht man in der Mitte des Bildes mit einem roten Pfeil gekennzeichnet die Ootheke. Mhm. Die hat also das gut überlebt, diese. Gut, zum Schluss sehen wir noch eine Streuobstwiese. Das ist ja vielleicht auch ein idealer Lebensraum, wenn er dann richtig bewirtschaftet wird, ne? Genau, das ist also unser Ziel, ist da diese Rücksichtnahme auf diese Tiere. Und das kann man erreichen, indem man sozusagen bestimmte Bereiche mäht und den Nachbarbereich nicht und den übernächsten wieder mäht, also immer streifenweise mäht. Das kann man mit den Landwirten besprechen. Mhm. Für die ist es letztendlich immer ein Gewinn, es dauert weniger lange, kostet nicht ganz so viel Geld und man sieht im nächsten Jahr nicht mehr, welcher Streifen gemäht war und welcher nicht. Aber die Tiere, die da in den nicht gemähten gelebt haben, die haben eben weiter gelebt. Für unseren Verein ist das wichtigste Anliegen überhaupt zu informieren, dass diese Tiere existieren, weil das den allermeisten Leuten in Deutschland noch nicht bekannt ist. Und wir denken, dass man nur schützen kann und sie auch engagieren kann, man wenn man kennt, überhaupt weiß, dass sie da sind, dass man sie kennt. Also kann der, sprichwörtlich der Otto-Normalverbraucher, etwas für den Schutz der Tiere ja, tun? Ja, auf jeden Fall. Genau, da haben wir extra 100%. So einen Flyer entworfen mit Unterstützung des Naturkundemuseums Potsdam, der erstmal was über das Leben des Tieres sagt und dann entsprechend auch die Webseite, entsprechend die Internetseite darstellt. Und doch so. Der sympathische Porträt, die lächelt richtig, das ist also fantastisch. Genau, und da kann jeder seine Fundmeldung hinmelden. Schön wäre es natürlich mit den genauen Koordinaten und mit einem kleinen Foto. Und dann
nehmen wir mit dem Finder Kontakt auf und versuchen, dieses Tier wieder zu finden, beziehungsweise die Population zu finden. Wir sind also wirklich sehr stark darauf angewiesen, weil dafür ist einfach Deutschland zu groß. Wenn wir jetzt über jede Wiese krauchen würden, da würden wir also bis ans Lebensende suchen und würden kaum alles finden. Also das sind wir sehr stark angewiesen. Wir werden die Augen offen halten. Sie machen ja sehr viel in Öffentlichkeitsarbeit. Ich will mal hier auch das Buch noch mal kurz hochhalten. Welche Kamera kann das hier kriegen? Sie haben ein Buch geschrieben, Stadtwild. Da geht es also um Tierarten, die in der Stadt leben. Ich habe das mal gelesen. Es ist sehr interessant. Es ist eigentlich so ein bisschen allgemeinverständlich geschrieben, aber immer so das Wichtigste über die Tierart dargestellt und auch so ein paar interessante Stories, die vielleicht mal durch die Presse gegangen sind, die Tierarten betreffen. Also sehr lesenswert, kann man durchaus mal reingucken. Und die Gottesanbeterin. Und die Gottesanbeterin, genau. Die ist auch noch vorne auf dem Cover, das ist auf dem Schöneberger Sichtgelände entstanden. Ob Sie das gesehen haben, halt im Hintergrund kann man da vorne sehen. Da vorne ist sie also drauf, genau. Etwas schlechteren Ruf hat die Gottesanbeterin natürlich so in den allgemeinen Medien oder vor allen Dingen früher. Da haben Sie auch mal so ein Beispiel mitgebracht, vielleicht. Haben wir einen Hollywood-Film, eine amerikanische Produktion aus den 50er oder 60er Jahren. Und da kann man sehen, die Gottesanbeterin wird dann von einem verrückten Wissenschaftler verstrahlt durch Atomenergie und zerstört also New York, und die Leute schreien. Hinten kann man auch sehen, die riesenhafte Gottesanbeterin schön nachgebildet frisst Frauen und Männer und Kinder und Hunde, aber sehr realistisch nachgebildet, muss man sagen. Ja. Aber wir können versichern, dass das alles Quatsch ist. Was wir aber versichern können, dass die Gottesanbeterin einfach wirklich faszinierend ist. Ein unglaublich tolles Tier, und wir beide haben sie jetzt auch schon in unserem Leben hunderte Mal gesehen, und jedes Mal ist das diese Begeisterung, dass man sagt, Mensch, es kann doch gar nicht sein, dass so ein Tier überhaupt auf dem Planeten lebt und dann sogar noch bei uns in Deutschland. Weil das ist ja auch das Besondere, weil heute Menschen fliegen um die halbe Welt, Afrika, Australien, Asien, um da Tiere zu sehen, die auch spektakulär sind. Aber das ist ein Tier, was bei uns direkt vor der Haustür lebt. Nicht nach einer endlosen Flugreise, sondern sofort erreichbar ist. Und das ist auch ein besonderer Genuss, das dann hier zu sehen bei uns vor der Haustür. Ja, ich sage ja. Und die Salzwedler, die haben ja noch das Privileg, die können also mal mit ein paar Schritten zur Mönchskirche, also jederzeit sich eine Gottesanbeterin auch im Winter angucken. Da gibt es nämlich die Skulptur, die aber dummerweise von den Salzwedlern so als die Grille bezeichnet wird, was natürlich fachlich völlig falsch ist. Nach dem Ausstrahlen dieser Sendung. So, genau, und wenn Sie es mal hören, wer dort vorbeigeht, hört dieses Signal, wird durch einen Bewegungsmelder ausgelöst. Und der Hintergrund ist, das ist eine Skulptur, die der Hilmsener Bildhauer und Künstler Hans Molzberger geschaffen hat. Und er hat die damals als Auftragswerk für die Expo 2000 gemacht, für Hannover. Und da ging es um das Thema Mensch, Technik, Natur. Und da hat er den Bezug hergestellt zwischen einer Gottesanbeterin und einem U-Boot. Das ist also erstmal sehr, muss man erstmal kommen. Sein Onkel Walter ist im Zweiten Weltkrieg auf einem U-Boot tödlich verunglückt durch einen Bombenangriff. Und er hat sich mit der Geschichte beschäftigt und hat dann diese Parallelen festgestellt. Ein U-Boot taucht durch das Meer, durch das Echolot, nimmt es Bewegungen wahr und greift hinterher das Opfer an, also sprich das andere Schiff. Und so ähnlich macht es die Gottesanbeterin auch. Das war so sein Bezug. Und deswegen hat er diese Skulptur gemacht, hat sie mit diesem Bewegungssensor versehen und mit diesem Geräusch, was eigentlich das Echolot des U-Bootes ist. Nicht das Geräusch der Gottesanbeterin, haben wir ja festgestellt, die gibt nicht so wirklich Töne von sich. Und er nannte das für Walter statt Blumen. Normalerweise gibt es ja eine Seebestattung, wenn einer im Meer umkommt. Das konnte er nicht mehr. Und so hat er diese Plastik seinem Onkel Walter gewidmet, und sie steht heute an der Mönchskirche und ist mal was Besonderes. Eine außergewöhnliche Geschichte. Wir können mal bestätigen, dass uns kein Fall bekannt ist, wo Gottesanbeterin zur Kriegsführung eingesetzt worden ist. Haben wir noch Bilder jetzt von Ihrer Öffentlichkeitsarbeit in Berlin, von wenn Sie dort Stände betreuen? Zum Beispiel hier sieht man das nochmal. Ja. Also da sind Sie dann noch öfter mal unterwegs. Mit Sombrero, Mit Sombrero. Genau. Und
Ja, und haben wir immer gut Zulauf. Tag der Stadtnatur immer, die Kinder. Wir haben auch immer ein exotisches Exemplar. Was man hier sehen, also das war, sind wir wirklich immer wieder Rattenfänger von Hameln. Wir haben dann ein lebendiges Exemplar, natürlich keine europäische, weil es ist ja verboten. In dem Fall war es eine tansanische. Und die, gerade die Kinder haben dann überhaupt gar keine Vorurteile. Dann wollen die auf die Hand nehmen, nehmen die auf die Nase, sind begeistert. Bei den Erwachsenen natürlich anerzogen, stand, ist das eine Spinne und bar. Und aber bei Kindern wirklich ausnahmslos diese Offenheit, diese Faszination. Also wir hatten teilweise Kinder da, regelrechte Fans, die sind stundenlang bei uns am Stand rumgehangen und konnten sich gar nicht losreißen von der Gottesbegabung. Ja. Wenn Sie jetzt nochmal so in zwei, drei Sätzen Ihre eigene Faszination umschreiben, um es als Schlusswort auf den Punkt zu bringen, was ist so faszinierend? Das Faszinierende ist, die Gottesanbeterin sieht aus, als würde sie von einem anderen Stern kommen. Dabei kommt sie vom Planeten Erde. Sie hat einen Lebenszyklus, der sehr, sehr kurz ist, aber gleichzeitig sehr dramatisch. Sie ist eine Top-Jägerin in ihrem eigenen Spielfeld, aber gleichzeitig auch eine leichte Beute für andere Tiere. Und sie ist bei jedem Mal, wenn man sie sieht, dass sie einen aufs Neue fasziniert. Und sie hat auch ein wirklich sehr, sehr interessantes, menschlich wirkendes Gesicht. Und sie scheint, das ist wirklich sehr interessant, wir haben jetzt mit so vielen Tieren schon gearbeitet, jede Gottesanbeterin hat scheinbar ihren individuellen Charakter. Wir hatten schon Tiere, die einem sofort von der Hand springen, die nach einem schlagen, die nervös sind. Aber es gibt auch welche, die super cool sind. Also da muss man wirklich schon fast an eine wirkliche Seele glauben in den Tieren. Sehr schönes Schlusswort. Ja. Gibt es irgendwie eine Kontaktseite im Internet, auf die man zurückgreifen kann, wenn jetzt jemand eine Information hat? Ja, es gibt da unter www.potsdam.de Mitmachprojekt Gottesanbeterin gesucht. Das kann man dann noch mal einblenden. Da kann man diese Informationen melden oder direkt an unsere E-Mail-Adressen, Dr. Dirk Berger oder an meine, Manfred Keller. Und da werden die entsprechend, wie ich schon sagte, erfasst und ausgewertet. Sehr schön, freut mich, dass Sie da waren. Wunderbare Sendung, hochinteressant. Ich möchte Sie auch schon wieder ein bisschen interessieren für die nächste Sendung. Die wird voraussichtlich im Januar stattfinden. Das genaue Datum entnehmen Sie bitte mal der Internetseite www.artenforum.de. Dort sind die dann also immer vorangekündigt. Es wird dann um den Feuersalamander gehen. Da ist Frau Kathleen Preisler zu Gast, eine Biologin aus Magdeburg, die sich da ganz intensiv mit dem Tier beschäftigt. Wird bestimmt wieder interessant und es ist auch eine Tierart, da bin ich nicht nur Moderator, sondern beschäftige mich ja auch als Herpetologe da intensiv damit. Ja, ich danke wieder allen, die so intensiv und freundlich mitgewirkt haben an der Sendung, am Schnitt, am Ton, hier an der Kamera, und verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.